Spitzer von der FDP-Fraktion. Bitte schön, Herr Dr. Spitzer. Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, sehr geehrter Herr Gesundheitsminister, avanti dilettanti, in Richtung Bund gerichtet. Ihr Ernst? Ich hätte mir von Ihrer Regierungserklärung deutlich mehr erwartet. Ich darf Sie in diesem Zusammenhang an handwerkliche Fehler der Staatsregierung in der Pandemie erinnern. Ich nenne nur beispielsweise drei Stück. Die Teststrategie, die Lolli-Test, bis heute nicht flächendeckend umgesetzt. Österreich testet viel mehr, deutlich mehr im PCR-Style wie hier in Bayern bzw. in Deutschland. Ein weiterer Punkt, zweitens, die Corona-Regeln. Bis heute versteht die kein Mensch, auch mit der neuen Regelung schaffen sie weiter Unklarheit. Der dritte Punkt, die Impfstrategie. Kein Hausarzt hatte bis zum heutigen Tag die richtige Menge an Impfstoff. Aktuell werden Impfstoffe weggeschmissen. In diesem Zusammenhang auch mein Appell an diejenigen, die, wie es Frau Dr. Merck bereits angesprochen hat, die erwähnt haben, wenn ein Totimpfstoff denn kommt, dann lasse ich mich impfen. Bitte lassen Sie Ihren Worten auch Taten folgen. Sie hatten 16 Jahre Zeit, das Gesundheitssystem zukunftssicher zu machen. Ich würde mir eine konstruktive Mitarbeit auf Bundesebene von Ihnen wünschen. Der Staat kann nicht auf Dauer das Lebensrisiko des Einzelnen tragen. Ein bemerkenswerter Satz, der heute auf der Pressekonferenz nach der Kabinettssitzung durch Herrn Ministerpräsident Söder gefallen ist. Wir begrüßen den Sinneswandel der bayerischen Staatsregierung und heißen Sie, wie auch schon durch den Kollegen Hagen ausgeführt, herzlich willkommen im Team Freiheit. Die Lage hat sich zum Glück beruhigt. Derzeit befinden sich aktuell 372 Personen auf den bayerischen Intensivstationen, gerade noch ein Drittel gemessen am Peak der vierten Welle. Und auch hier ist die Hospitalisierungszahl stabil bei 5,3, wobei von meiner Seite und wiederholt kritisch angemerkt wird, dass diese Zahl weiterhin nicht bereinigt erscheint. Wir stehen am Scheitelpunkt der Pandemie und die Zeichen stehen auf Lockerungen. Das sehen nicht nur die Freien Demokraten so, sondern auch der Nationale Expertenrat der Bundesregierung. Es ist gut, dass sich Bayern dieser Entwicklung anschließt und heute Lockerungen in Aussicht stellt. Allerdings würden wir uns eine noch ambitioniertere Öffnungsperspektive wünschen. Die Maßnahmen aus dem Ampelkatalog im Infektionsschutzgesetz sind absolut ausreichend, um die Infektionslage unter Kontrolle zu behalten. Deswegen verstehen wir nicht, warum die Staatsregierung an ihren Ermächtigungen auf Grundlage des § 28a Absatz 8 des Infektionsschutzgesetzes festhalten will. Diese braucht es schlichtweg nicht mehr. Auch wirkt die Lockerung in vielen Bereichen vorsichtig. Von 2G plus auf 2G, von 2G auf 3G, bei Bars, Clubs spekuliert man über Öffnungen nach dem Fasching. Diese Trippelschritte sind kein echter Stufenplan und verunsichern die Bevölkerung zunehmend. Aus unserer Sicht wäre es genau jetzt sinnvoll, flächendeckend 3G einzuführen, bis die Maßnahmen am 20. April komplett abgeschafft werden. Soweit, so einfach. Einheitlich, transparent und nachvollziehbar müssen Beschlüsse der Politik für die Bevölkerung sein. Wir brauchen nach 2 Jahren klare Ziele und nach 2 Jahren Corona-Pandemie eine klare Öffnungsperspektive. Zu den Anträgen. Der Antrag der SPD hat einen leicht verstaubten Retro-Eindruck. Unabhängig davon sind die Maßnahmen, die gefordert werden, sinnvoll und richtig. Wir werden uns diesem Antrag anschließen und diesem zustimmen, sehr gerne. Bei den Grünen ist es ebenso, dass wir natürlich die Kollateralschäden und vor allem aber auch, und das sage ich mit einer Deutlichkeit, die Kinder im Auge behalten müssen. Auch diesem Antrag werden wir zustimmen.
dem Antrag der AfD, den muss man sich nur die 10 Punkte durchlesen, bei Punkt 3 beginnt man mehr wie zu zweifeln, diesen Antrag genauso, aber auch wie den Antrag der CSU und der Freien Wähler werden wir ablehnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Dr. Spitzer. Ich darf den nächsten Redner aufrufen, er ist von der CSU-Fraktion, der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses, Herrn Seidenhardt. Bitte schön, Herr Abgeordneter Seidenhardt.